So, es geht weiter mit einer neuen Jagd nach den Teddybären. Aber zuerst bräuchten wir erstmal ein paar Buffs. Das heißt, wir benutzen erstmal einen Blingwing. So. Sieht natürlich auch sehr geil aus, muss man sagen, mit den leuchtenden Jojos hier. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt schaffen, noch die zwei Teddybären zu finden. Wir sind jetzt gerade Level 10 und sind auch kurz davor, Level 11 zu werden. So unten seht ihr auch die XP-Leiste. Wir werden dann angegeben in XP und natürlich auch in Prozenten. So, gleich sind wir da. Man sieht hier ein grünes Ausrufezeichen. Das bedeutet, hat auch jemand wieder eine Quest für uns. Und natürlich das rote Fragezeichen. Das bedeutet, dass wir eine unserer Quests abgeben können. Und zwar die, in der wir die 15 normalen Demian töten sollten. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch die zwei Teddybären. Leider wieder nur Level 4. Huch, dran vorbeigerannt. Und wieder ein Level up. So schön es auch ist, aber ich würde mich mehr freuen, wenn endlich diese letzten zwei Teddybären kommen würden. Ja, endlich wieder einer. Jetzt brauchen wir nur noch einen zu finden und dann war's das erstmal für die Quest. Also nach einer Zeit ist es schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber wenigstens hat es auch einen kleinen Vorteil, wir bekommen wenigstens ein paar Prozente. Und natürlich, jetzt kommt's. Warum denn nicht gleich so, frage ich mich. So, jetzt benutzen wir... noch nicht. Das werden wir erstmal noch angegriffen. Jetzt benutzen wir dann erstmal noch unser letztes Town Blingwing. Und da wir ja sowieso gleich hinten in der Nähe sind vom Magieladen, werden wir uns dann gleich noch ein paar kaufen. Na los.
So. Wir werden gleich wieder schräg durchlaufen. So, zuerst geben wir die Quest mit den Teddybären ab. Ja. Natürlich ein paar XP erhalten und ein bisschen Geld. Das werden wir gleich machen, eine neue Quest annehmen, aber erstmal schauen wir noch, was es so gibt. Beziehungsweise was die andere Quest uns bringt. Was gibt's hier? Also für den sind wir irgendwie Sushi. Ja, also für den Herrn sollen wir ein bisschen Sushi besorgen. Small Doridoma Anzahl, Captain Mushping, Doridoma Keratin 12 und Mushween Secretion 5. Naja, mal gucken, was unsere nächste Aufgabe erstmal ist. Ja, wir haben alle getötet. So, jetzt tun wir natürlich wieder an den reichen Schnösel die gute Nachricht überbringen, dass er nicht mehr von kleinen Kindern belästigt wird. Diese Schnösel. Okay, also wir sollen uns jetzt auf die Suche machen und ein High Torpid finden. Das ist natürlich auch ein NPC und da befindet sich, kleinen Moment, hier oben. Hier steht auch das Lager der High Torpid. So, da ist natürlich auch in der Nähe, gut, dass ich das weiß, der Doridoma sind, können wir dort gleich noch die andere Quest erfüllen. Und natürlich auch, falls es noch eine Quest gibt hier. Pupurams, weiß ich jetzt gar nicht, woher die kommen. Müsste ich kurz gucken. Ah, die kommen von diesen, auch von diesen Doridoma. Gut, das können wir natürlich auch gleich machen. Ja, das werden wir auch gleich noch mit annehmen. Gleich mal schauen, wie viele wir dafür brauchen. 10. Gut, das ist schon ein bisschen mehr als wie die Teddybären, die wir gerade finden mussten, aber na gut. Vielleicht haben wir Glück und das geht ein bisschen schneller. Können Sie zwischendurch noch mal kurz die Quest? Genau, also dieser Hastan, den wir finden müssen, der befindet sich im High Torpid Lager. Und natürlich für das Sushi müssen wir hier noch ein paar, ich glaube, Captain Mushping waren es jetzt. Small Doridoma und Captain. Hab ich mich jetzt. Ah, doch, Mushping, ja. Ich dachte, ich habe mich verlesen, aber war schon richtig so. So, ich glaube, dass es hier vielleicht noch ein bisschen länger dauern wird. Gerade deswegen, da die Monster. Ja,
Es scheint gut auszusehen. Ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger wird, dadurch, dass hier ein paar Level unter uns sind. Aber es scheint gut auszusehen. Ja, es sieht gut aus. Könnten uns natürlich auch dadurch, dass wir Level 12 sogar schon sind, mit diesem Giant anlegen, aber das würde jetzt zu lange dauern. Und der ist auch schon 6 Level unter uns, das bedeutet, dass wir von dem noch also gar nichts mehr Interessantes bekommen würden. Also schon noch, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Noch ein schönes Holzschwert gefunden. Gut, das haben wir natürlich auch vergessen, uns leider die Klingwings zu holen. Aber das macht ja nichts, da muss man dann halt zurücklaufen. Da vorne, wo auch die etwas verrotteten Bäume sind. Hui, das war natürlich auch knapp. Hier war auch gerade ein Giant, Pucke Pucke. Das war jetzt wirklich knapp. Ja, wie gesagt, hier ist auch das Lager der High Torpid. Da werden wir uns natürlich erstmal den Hasszahn zur Brust nehmen, da er den Schnösel etwas betrogen hat. So, also einige Probleme damit. Das bedeutet, wir sollen 10 Larwolf töten und Toridoma. Ich würde sagen, wir töten zuerst die Larwolf, da wir dann sowieso noch zu diesen Toridoma müssen für die anderen Quests. Gut, die sind auch schon Level 13, aber das sollten wir schaffen mit unserem Level 12. Natürlich immer schön Geld und Essen aufheben. So, uns fehlen noch 6 Stück. Das sind natürlich auch richtig gute Wölfe, die sich tätowieren lassen. Also es sieht zumindest aus wie ein Tattoo, aber es könnte natürlich auch rein rasiert sein. Aber ich glaube, es sieht eher, es soll eher ein Tattoo darstellen. So, noch 3 Stück und dann haben wir es geschafft. Ah, hier sind die Kronen ab. Zu dem möchten wir nicht. Wir möchten zu den normalen Labelf. Oh, wir machen nur Miss. Ja, das ist, am Anfang ist es natürlich so, dass man eine höhere Anzahl an Nichttreffern hat. Aber das ändert sich dann später natürlich. Haben wir auch schon ein Quest-Item gefunden für die Labelf. Ich schätze mal, die werden wir dann bestimmt auch brauchen. Aber bis jetzt haben wir ja nur eins. So, noch 2 Stück von den normalen Larwolf.
Gut, noch ein Quest wieder. Und jetzt fehlt noch einer. Ich habe vorhin hiervon noch einen. Naja, es sind sogar noch mehrere. So, unsere 10 Labwolf haben wir geschafft. Das bedeutet, dass wir uns jetzt auf zu den Doridoma machen können. Ein Small Doridoma brauchen wir und Doridoma Keratin. Okay. Und natürlich auch die Purpuram. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal die Small Doridoma finden. Captain wollen wir nicht. Ich glaube, die müssten weiter hinten sein. Genau. So. In der nächsten Folge werden wir uns dann um den weiteren Verlauf dieser Quest kümmern.